So, und damit kommen wir jetzt zu einem etwas anderen Thema, bleiben aber in der Wirtschaft. Es geht um das Abkommen mit Kanada, das CETA-Abkommen, also Wirtschafts- und Handelsabkommen. Eigentlich gab es hier einen Gesetzentwurf und einen Antrag der Unionsfraktion. Das wurde jetzt aber erst einmal von der Tagesordnung genommen, denn hier haben sich die Abgeordneten auf Paragraph 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung bezogen und dieser Paragraph besagt, dass eine Fraktion verlangen kann, dass sich der Bundestag mit einer Vorlage beschäftigt, wenn diese Vorlage 10 Wochen nach Überweisung immer noch im Ausschuss liegt und dass deswegen über den Stand der Beratungen berichtet werden muss von dem Ausschussvorsitzenden oder den Berichterstatter. Und das wurde eben nun hier verlangt zu einem Gesetzentwurf der Union zum Handelsabkommen mit Kanada. Als erstes spricht nun dazu Mike Außendorf von Bündnis 90 den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, komischerweise erst seit dem Regierungswechsel drängen Sie als Union auf eine schnelle Ratifizierung des Handelsabkommens. Wenn Ihnen das so wichtig ist, warum haben Sie das eigentlich nicht längst erledigt? So, und Sie wissen nämlich auch ganz genau, dass die Koalition einen Zeitplan verabredet hat. Den können Sie nachlesen schon im Koalitionsvertrag und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in der handelspolitischen Agenda. So, im März 2022, da hat das Bundesverfassungsgericht einige Rechtsfragen geklärt. Man muss auch sagen, einige sind noch nicht geklärt und das gehört zur Wahrheit dazu. Die endgültige Entscheidung steht erst nach den bereits angekündigten Klagen für den Falle einer Ratifizierung durch das Hohe Haus an. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, haben wir nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts die Gespräche über eine Ratifizierung innerhalb der Koalition aufgenommen. Dabei haben wir uns als Grüne auf zwei Punkte konzentriert. Erstens, die Sonderklagerechte für Konzerne auf direkte Enteignung einzugrenzen und zweitens, für zukünftige zu ratifizierende Abkommen die Aufnahme von verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien, sozialen und ökologischen Standards zur Voraussetzung zu machen. Für die Sonderklagerechte wird eine Erklärung des gemeinsamen Ausschusses angestrebt. Der Text ist zwischen der Kommission und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz abgestimmt und setzt den Rahmen für die Schiedsgerichte entsprechend. Die Bundesregierung hat hier in kürzester Zeit geliefert und jahrelang fehlgeleitete Außenwirtschaftspolitik bestmöglich korrigiert. Wir haben hier als Grüne für eine fundamentale Verbesserung gesorgt. Die Verabschiedung dieser Erklärung durch den gemeinsamen Ausschuss ist dabei zwingende Voraussetzung für unsere Zustimmung zum Ratifizierungsgesetz. Für uns sind gründliche und demokratische Prozesse und enge parlamentarische Einbindung wichtig. Daher stärken wir, wie vom Bundesverfassungsgericht angemahnt, die parlamentarische Einbindung, indem wir einen Unterausschuss zur besseren Kontrolle der Außenwirtschaftspolitik der Bundesregierung einsetzen. So stärken wir die parlamentarische Kontrolle nicht nur von CETA, sondern auch aller zukünftiger Handelsverträge. Um an dieser Stelle der Realität zu begegnen, nehmen wir uns für die Zukunft die Nachhaltigkeitskapitel des fertig verhandelten Abkommens mit Neuseeland zum Vorbild. So stellen wir uns gute und faire Handelsabkommen vor. Nach einer endgültigen Ratifizierung von CETA durch alle Partner werden wir daher unmittelbar auch die Review-Klausel aufrufen, um den Prozess zur Weiterentwicklung von CETA und zur Aufnahme von Nachhaltigkeitskapiteln einzuleiten, um auch mit Kanada den Goldstandard nach Vorbild Neuseelands zu erreichen. Für uns Grüne gehörten gemeinsame Werte, Menschenrechtsfragen, ökologische und soziale Aspekte schon immer zu den Grundpfeilern der Außenhandelspolitik. Für uns ein unabdingbarer Selbstzweck, wird nach dem Angriffskrieg Russlands jetzt auch vielen Kritikerinnen klar, das war und ist der richtige Ansatz. Denn Handelsbeziehungen mit Wertepartnern und dem gemeinsamen Interesse Klimaschutz führen zu besonders verlässlichen und stabilen Handelsbeziehungen, auf die wir auch in Krisen- und Kriegssituationen verlassen können. Mike Außendorf war das, Grünen-Abgeordneter und für seine Fraktion auch Berichterstatter im Wirtschaftsausschuss für die Handelspolitik, hat hier noch einmal erklärt, warum es seiner Meinung nach zu Verzögerungen kommt. Auf ihn antworten kann nun Stefan Rohen, Dorhoff, CDU-CSU. Wenn man sich in diesen Wochen die Bundesregierung anschaut, dann kommt man aus dem Staunen nun wirklich nicht mehr raus. Und es gilt nicht nur für die Regierungsirrungen und Wirrungen in der Energiepolitik, sondern auch in anderen Politikbereichen. Und jetzt erzählen Sie, Herr Außendorf,
dass der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg genau der richtige ist. Und Ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt sich am Dienstag beim parlamentarischen Abend von BDI, BDA und DHK hin und erklärt, er und die Bundesregierung seien die treibende Kraft bei der Ratifikation von CETA. Aber ganze 15 Stunden später verhindern Sie, SPD, Grüne und FDP, dass der Gesetzentwurf der Unionsfraktion zur CETA-Ratifikation im Wirtschaftsausschuss zur Sprache kommt. Leiden Sie an Amnesie? Leiden Sie an Schizophrenie? Oder was sehe ich da bei der Ampel? Und Ihre Spielchen erleben wir ja nicht zum ersten Mal. Und nicht zum zweiten Mal und nicht zum dritten Mal. Nein. Seit 10 Sitzungswochen, seit März 2022, weigert sich diese Regierung, den Gesetzentwurf im Wirtschaftsausschuss zu beraten. Seit einem halben Jahr verhindert diese Bundesregierung die Ratifikation des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada, einem unserer engsten Verbündeten. Das ist ein Armutszeugnis und das hat nichts mit einer treibenden Kraft in der Handelspolitik zu tun, wie Robert Habeck sie darstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Regierungsfraktion, regen Sie sich nicht so auf. Ich bin mir sicher, dass Sie auch nicht alles merken, was so abgeht draußen in der Welt. Und scheinbar hätten Sie auch sonst nicht so geredet, Herr Außendorf. Ihre Politik sorgt für Irritation und Frustration. Und das nicht nur bei uns als Oppositionsfraktion. Im August reiste Kanzler Scholz und Minister Habeck nach Kanada, um der kanadischen Regierung die deutschen Sonderwünsche für die Ratifikation von CETA mitzuteilen. Sie haben es erwähnt, es geht um die Interpretationserklärung zu den CETA-Investitionsschutzbestimmungen. Und ich kann Ihnen sagen, die Begeisterung war darüber riesengroß. Genauso wie übrigens bei der Europäischen Kommission. Und warum ist das so? Weil diese Erklärung ausschließlich parteipolitisch motiviert ist, einer grünen Parteipolitik geschuldet ist und weil sie nur noch einmal das ganz klar unterstreicht, was der CETA-Vertragstext ohnehin schon längst vorsieht. Sie suggerieren hier etwas Falsches. Und ich sage auch an dieser Stelle, so geht man nicht mit engsten Verbündeten wie Kanada um. Und wer mal den Blick nach Europa richtet und mal genau zuhört, der sieht, dass einige EU-Mitgliedstaaten die Nase gestrichen voll haben, dass Deutschland immer eine Extrawurstpolitik hier betreibt. Und, meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Lage in unserem Land hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Lieferketten sind durch den Krieg in der Ukraine und durch die Corona-Pandemie nachhaltig gestört. Die Inflation schießt durch die Decke. Deutschland steuert auf eine Rezession zu. Liebe Ampelkollegen, eine deutsche Extrawurstpolitik ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Machen Sie endlich das, was in dieser krisenhaften Zeit dringend erforderlich ist. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland endlich wieder eine proaktive Rolle in der EU-Handelspolitik einnimmt. Treten Sie in Brüssel mit Nachdruck für neue Freihandelsabkommen ein, um neue Absatzmärkte zu erschließen, die Exportchancen der deutschen Wirtschaft zu vergrößern, unsere Handelsbeziehungen zu diversifizieren, also auf ein breiteres Fundament zu stellen und um Wohlstand und Beschäftigung in unserem Land zu sichern. Und meine Damen und Herren, CETA ist das eine. CETA ist ein wichtiges Abkommen. Und ich hoffe sehr, dass Sie das nicht noch weiter auf die lange Bank schieben. Aber eine noch größere ökonomische und strategische Bedeutung hat das EU-Mercosur-Abkommen. Mit über 700 Millionen Menschen und einem Anteil von fast 20% an der weltweiten Wirtschaftsleistung ist es das größte jemals von der EU-Kommission ausgehandelte Abkommen. Es ermöglicht uns neue wirtschaftliche Beziehungen zu bisher stark abgeschotteten Ländern. Das Abkommen ist bereits seit mehreren Jahren ausgehandelt, aber auch hier stockt die Ratifikation. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, stellen Sie unter Beweis, dass Sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Springen Sie über Ihren parteipolitischen Schatten, beenden Sie endlich die Blockade bei der CETA-Ratifikation und stärken Sie die EU-Handelspolitik, indem Sie in Brüssel für die Ratifikation des EU-Mercosur-Abkommens mit Nachdruck eintreten, das mit Nachdruck vorantreiben. Denn wir brauchen auch mit dieser Weltregion eine viel engere Zusammenarbeit und das nicht nur
um die Folgen der vor uns liegenden Wirtschaftskrise abzufedern, sondern auch, um geostrategisch nicht unter die Räder zu kommen. Herzlichen Dank. Stefan Runhoff war das für die Unionsfraktion. Auf ihn folgt nun Markus Töns, der für die SPD-Fraktion der zuständige Berichterstatter in dieser Thematik CETA ist. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe 11 Minuten. Das wird reichen, um mal vielleicht ein paar Dinge klarzustellen. Vielleicht brauche ich die auch gar nicht. Ich versuche es mal auf 11 Minuten zu bringen. Die Chance, dass ich überziehe, ist eher gering. Ja, Frau Klöckner, das ist ja das, was Sie im Ausschuss immer haben, ne? Nichts zu sagen, das stellen wir doch immer wieder fest, oder? Ist doch so, Frau Klöckner. Also, Herr Runhoff, es ist schon interessant, dass Sie hier heute, von Ihnen sind 10 Abgeordnete da, bei diesem Punkt, der Sie so interessiert, das muss ja eine Herzensangelegenheit sein, die Sie hier heute Mittag abziehen. Was ist los? Was ist los? Das ist das wichtige Thema, das Sie jetzt hier vertreten. Ist doch lächerlich, Frau Klöckner. Ist doch lächerlich. Machen Sie sich doch nichts vor. Und dann will ich Ihnen noch was sagen. Es ist auch schon ein Ding der Wir ratifizieren in diesem Jahr. Ganz in Ruhe. Ganz geschmeidig. Aber ich erzähle Ihnen, hören Sie mir doch mal zu. Vielleicht hilft das ja zur Wahrheitsfindung. Übrigens hätte es auch was genutzt, ein bisschen mal in die Dinge zu gucken, die wir dazu auch schon veröffentlicht haben. Dann wüssten Sie auch, wohin der Weg geht. Aber lassen wir das mal. Stellen Sie sich jetzt hier hin, Herr Runhoff, Sie stellen sich hier hin und sagen, dass mit der Erklärung, die wir jetzt auf den Weg bringen, dass wir damit die europäischen Partner alle verunsichern. Ja. Ich frage mal nach, was hat denn Ihre Union in 16 Jahren unter Angela Merkel hier an Verunsicherungen in Europa gebracht? Ich will Sie nur daran erinnern, die Finanzkrise hat zur größten Verunsicherung geführt, weil Ihr Finanzminister und Ihre Kanzlerin nämlich nicht in der Lage waren, dafür Ruhe zu sorgen. Griechenland aus dem Euro ausschließen zu wollen, war ein Beispiel dafür, warum wir in Europa beispielsweise kritisch gesehen werden. Das sollten Sie sich mal auf die Fahne schreiben und nicht hier solche merkwürdigen Anträge. Was haben wir denn jetzt hier vorliegen? Wir haben einen Gesetzentwurf der Union, der seit 10 Wochen geschoben wird. Sie haben das Recht nach der Geschäftsordnung 62 einen Bericht zu verlangen. So, Sie bekommen den Bericht heute. Der Bericht ist jener. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem wir uns das Verfassungsgerichtsurteil in Ruhe angeschaut haben. Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, diesen einzubringen. Der ist eingebracht. Mittlerweile hat der Wirtschaftsausschuss, das wissen Sie auch, eine Anhörung beschlossen für den 12. Oktober. Nur zur Erinnerung, falls Sie den Termin schon wieder vergessen haben. Und dann will ich Sie noch daran erinnern, das ist ja auch nicht schlecht, Sie hätten ja auch Ihren Gesetzentwurf an diese Anhörung anhängen können. Das haben wir Ihnen angeboten. Das wollten Sie aber nicht. Sie wollten ja nicht. Nein, Sie nehmen an der Anhörung teil, aber Sie wollen Ihren Gesetzentwurf. Warum? Warum denn nicht? Da gibt es auch keine Begründung für. Nein, es ist einfach nur, Sie wollen hier heute Mittag ein bisschen Klamauk veranstalten. Und wenn Sie das so gerne wollen, dann frage ich Sie ernsthaft, wo Ihre staatspolitische Verantwortung ist als Union. So, wir werden weitere Beratungen haben, nachdem die Anhörung da ist. Wir werden uns das Ganze in Ruhe angucken und dann werden wir das in diesem Herbst beschließen. Und darauf können Sie sich verlassen. Darauf können Sie sich verlassen, weil nämlich all das, was wir jetzt machen, auch in der Erklärung, was in der Erklärung steht, beinhaltet nichts anderes, als dass wir noch mal klären, dass das auch im Vertrag vorhanden ist. Und es ist im Vertrag vorhanden. Also müssen wir da überhaupt gar nicht nervös werden. Und dann will ich noch mal auf einen Punkt hinweisen, der aus meiner Sicht übrigens noch mal wichtig ist. Warum man übrigens auch auf dem richtigen Weg ist, nicht nur in der Koalition, sondern auch mit diesem Vertrag. Wir sind in einer vollkommen anderen Situation als noch vor vielen Jahren. Übrigens vielleicht nur eine Bemerkung am Rand. CETA, wie es in der vorläufigen Anwendung seit 5 Jahren, jetzt genau im September sind es 5 Jahre. So, die vorläufige Anwendung funktioniert. Es gibt keine Verwerfung in diesem Vertrag, keine großen Probleme. So, und wir werden deshalb auch ratifizieren. Aber ich will noch mal auf etwas Weiteres hinweisen. Sie wissen sehr wohl, dass nämlich allein Kollege Töns, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Runhoff? Gerne. Lieber Herr Töns, jetzt hören wir ja vieles aus Brüsseler Ebene.
Und es gibt sehr, sehr kritische Stimmen von den Mitgliedstaaten zu genau dieser deutschen Interpretationserklärung. Ich möchte gerne wissen, wie Sie die Situation in Brüssel einschätzen, ob Sie einmal glauben, dass Sie auf Brüsseler Ebene mit Ihrer Interpretationserklärung durchkommen. Und ich möchte gerne mal wissen, ob Sie damit auch eine Präzedenzwirkung sehen mit Ihrer Interpretationserklärung. Das ist nämlich genau das, was viele Mitgliedstaaten in der Europäischen Union fürchten, dass Deutschland immer wieder Extrawürste anmeldet. Vielen Dank für die Frage. Dann will ich darauf zweigeteilt darauf antworten. Das ist keine Extrawurst, Herr Runhoff, sondern es geht darum, dass wir das, was im Vertrag steht, noch mal in einer Erklärung mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Union diesem Vertrag anhängen. Das ist keine Vertragsänderung. Damit ist damit auch nicht verbunden, dass sich irgendetwas ändert, sondern wir erklären noch mal, was sich inhaltlich in diesem Vertrag geschieht. Und wissen Sie, warum wir das eigentlich tun? Das ist nämlich etwas, worauf wir eingehen. Sie wissen ganz genau, dass vor vielen Jahren, als CETA in der Endverhandlung war, dass es erhebliche Proteste aus der Bürgerschaft gab. Diese Proteste haben uns dazu gebracht, genau hinzugucken und den Menschen mit auf den Weg zu geben, dass wir hier einen Vertrag zustimmen, der auch ihren Interessen entspricht. Darum geht es inhaltlich in dieser Sache. Und ich sage Ihnen auch, ich bin da ganz nah, übrigens auch bei der Staatsministerin, bei der parlamentarischen Staatssekretärin Franziska Brandner, die sehr eindeutig auch in den Berichten, der Ihnen ja vorliegt, auch im Ausschuss erklärt hat, dass die Gespräche auf einem guten Weg sind und dass die Partnerinnen und Partner diesem am Ende auch zustimmen. Ich kann da nicht erkennen, dass wir da nervös werden müssen. Also vor dem Hintergrund einer Extrawurst ist das nur wirklich nicht, Herr Runhoff. Und lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht noch mal auf den multilateralen Investitionsgerichtshof kommen. Dieser multilaterale Investitionsgerichtshof ist nämlich genau das, was diesen Vertrag auch zu etwas Besonderem macht. Und wenn uns das gelingt, dass wir den jetzt ratifizieren, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das in diesem Herbst passieren wird, dann werden wir auch diesen multilateralen Investitionsgerichtshof bald, wenn alle Staaten in Europa, wir sind übrigens nicht die Letzten, wie Sie wissen, ratifiziert haben, dass wir den dann auf den Weg bringen. Und das ist eine substanzielle Verbesserung des Rechts und eine substanzielle Verbesserung für das, was ist. Nämlich Investoren müssen sich dann vor ein Gericht bewegen, das wirklich mit Richterinnen und Richtern ausgestattet ist, das Recht spricht und nicht ein intransparentes Schiedsverfahren beinhaltet. Und deshalb alleine ist es gut, dass wir in diesem Herbst ratifizieren. Sie können ganz beruhigt sein, setzen sich wieder hin, nehmen Sie an der Anhörung teil. Wir freuen uns darauf, auf Ihre Fragen, und wir werden am Ende diesen Vertrag ratifizieren. Ganz in Ruhe. Glück auf. Das Wort hat der Abgeordnete Bernd Schattner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da die Koalition 10-mal die Aussprache im Wirtschaftsausschuss verweigert hat, befassen wir uns heute also mit dem Bericht der Koalition zu den hier vorliegenden Anträgen der CDU. Zusammengefasst kann man zu diesen Anträgen sagen, bei der CDU ist man wohl frei nach dem Motto vorgegangen, je mehr, desto besser. Anders ist es nicht zu erklären, dass man von CETA über den Handel mit der USA, über Japan bis nach Mexiko, Chile und die anderen Andengemeinschaft einfach alle einbinden möchte. Liebe Kollegen der CDU, Sie sollten sich schon entscheiden, was Sie überhaupt wollen. Wie wichtig Handel ist, erleben wir gerade in unserer heutigen Zeit. Und auch wir als AfD stehen dem freien Welthandel grundsätzlich positiv gegenüber. Aber, und das sage ich Ihnen deutlich, Handel mit Augenmaß. Und das scheinen Sie in diesem Antrag verloren zu haben. Insbesondere auch im Hinblick auf über 200.000 Kläger beim Bundesverfassungsgericht. Die geplante Installation von supranationalen Schiedsgerichten ist nichts anderes als die Aufgabe unserer nationalen Gerichtsbarkeit. Erneut fordert die Europäische Union, dass wir Teile unserer Judikative an sie übertragen. Eine weitere Abgabe nationaler Souveränität ist mit uns eben nicht zu machen. Diese Übertragung wäre ein weiterer Schritt in Richtung Aushöhlung unseres Nationalstaates. Gott sei Dank teilt das Bundesverfassungsgericht hier unsere Auffassung, dass diese Übertragung mit dem Grundgesetz eben nicht vereinbar wäre.
Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt in diesem Abkommen, dem wir so nicht zustimmen werden, ist die zollfreie Einfuhr von 45.000 Tonnen Rindfleisch, 75.000 Tonnen Schweinefleisch und 100.000 Tonnen Weichweizen. Bereits in den letzten Jahren standen unsere Bauern mit dem Rücken zur Wand. Vor allem die unterbrochenen Lieferketten, die Corona-Maßnahmen und eben nicht auch zuletzt der Krieg in der Ukraine haben unseren Bauern an den Rand der Existenz gebracht. Und die Lage verschlechtert sich täglich weiter. Durch die immer weiter steigenden Preise für Dünger, für Energie, wäre der billige Import nur noch der letzte Sargnagel, der das Schicksal unserer Bauern endgültig besiegeln würde. Das kann nicht in unserem nationalen Interesse sein. Unsere Priorität muss es sein, zuerst die heimische Landwirtschaft zu schützen, bevor wir Fleisch und andere landwirtschaftliche Produkte importieren. Hier gilt es zuallererst, unsere Bauern zu schützen. Und wenn uns die letzten zwei Jahre eins gezeigt haben, dann doch die Notwendigkeit, eine gewisse Eigenversorgung der Bevölkerung sowohl mit Nahrungsmitteln als auch sonstigen wirtschaftlichen Gütern sicherzustellen. Dies würde sowohl Deutschland als Marktmacht in der Welt stärken, als auch die eigene Bevölkerung im Versorgungsbereich absichern. Dieses Ziel würde mit den hier vorgetragenen Inhalten unterminiert werden. Als demokratische Oppositionspartei stehen wir, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, Handelsbeziehungen grundsätzlich offen gegenüber. Mit uns wird es aber weder eine Aufweichung des Verbotes von genveränderten und hormonbelasteten Lebensmitteln geben, noch werden wir Maßnahmen unterstützen, die die heimische Landwirtschaft noch stärker belasten. Sie verzögern im Übrigen hier bewusst einen Antrag der Opposition, liebe Koalition, nur weil Sie es in Ihren eigenen Antrag zu langsam waren und das hier der CDU anlasten wollen. Dies ist wieder ein sehr gutes Beispiel, dass Sie der Aufgabe, in dieser Regierung zu sein, nicht gewachsen sind. Ihre geplante ökologische Transformation wird auch hier wieder als Katastrophe entlarvt. An Ihrem linksgrünen wirtschaftspolitischen Irrweg kleben Sie genauso fest wie die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion hier bei uns in Berlin auf den Straßen. Deswegen sollten Sie sich doch besser überlegen, Ihre Regierungsverantwortung zur Verfügung zu stellen, damit dieses Land wieder eine Aussicht auf bessere Zeiten hat, bevor Sie es komplett heruntergewirtschaftet und an die Wand gefahren haben. Vielen Dank. Jan Schattner war das für die AfD-Fraktion. Auf ihn folgt nun Karl Julius Kronberg. Er ist der Sprecher für Mittelstand und Freihandel der FDP-Fraktion. Und hier gab es einen Wechsel auf dem Präsidium. Das Wort erhält für die FDP Karl Julius Kronberg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, ganz ehrlich, Ihre Debattenbeiträge, wenn ich das so vergleiche mit denen der letzten Jahre, haben mir bis vorhin eigentlich in dieser Wahlperiode besser gefallen als in der letzten. Ich nehme an, das hängt ursächlich mit Ihrer neuen Rolle auf der Oppositionsbank zusammen. Möge diese Arbeitsteilung, Sie halten gefällige Reden, wir ratifizieren endlich CETA, bauen LNG-Terminals auf und erneuerbare Energien aus, möge diese neue Arbeitsteilung noch lange Zeit erhalten bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger werden das zu schätzen wissen. Mit dem Freihandel verhält es sich ähnlich wie mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, wird durch Putins Krieg noch wichtiger und noch dringlicher. Die Demokratien der Welt werden ihre Allianz stärken und ihre Abhängigkeiten überwinden im Energiesektor, im Rohstoffsektor, im Halbleitersektor. Wir werden mehr Handelsabkommen schließen, untereinander und mit dem Rest der Welt. Das ist das Gebot der Stunde. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, Handelspartnerschaften sind Freiheitspartnerschaften, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die baldige CETA-Ratifizierung ist ein starkes Signal für die deutsche Wirtschaft. Die Zölle sind schon weg, die Potenziale aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks stehen seit Jahren in den Startlöchern und warten auf Rechts- und Planungssicherheit. Nicht nur Konzerne übrigens, sondern auch der deutsche Mittelstand. Seit der vorläufigen Anwendung von CETA hat sich der Marktzugang positiv entwickelt. Ohne Zölle und Doppelzertifizierungen stieg das deutsch-kanadische Handelsvolumen allein im letzten Jahr um 9%. Ich sage, da geht noch mehr.
Ich wünsche mir, dass wir in weniger als zehn Jahren mehr aus Kanada importieren als aus Russland. Da müssen wir hin, liebe Kolleginnen. Sie wissen, was die CETA-Ratifizierung anbetrifft, hatten die Koalitionspartner unterschiedliche Ausgangspositionen. Für uns Liberale hätte es keiner zusätzlichen Klarstellung bedurft. Für die Grünen war die Zustimmung zur Ratifizierung ein weiter Weg. Wir Liberale sehen die Chancen von umfassenden Handelsabkommen. Wir sind überzeugt, dass sie bessere Standards bringen. CETA ist ein Beleg dafür. Kanada hat zwei weitere ILO-Übereinkommen angenommen. Andere sehen das Risiko, dass über die missbräuchliche Anwendung von Investitionsschutzstandards Standards geschliffen werden oder Staaten in ihrer Klimapolitik eingeschränkt werden könnten. Wir teilen diese Bedenken nicht, und doch nehmen wir sie sehr ernst. Es ist uns wichtig, dass am Ende des Prozesses ein breiter Konsens über die Vertiefung der Partnerschaft mit Kanada steht, ein breiter politischer und gesellschaftlicher Konsens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist uns wichtig. Und wenn es so ist, dass für diesen breiten Konsens eine Interpretationserklärung in Form einer Klarstellung hilft, dann ist es auch gut, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, die es braucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir ist es wichtig, und ich sage es Ihnen, warum. Wir dürfen und wir wollen nicht in Kanada stehen bleiben. Vielmehr soll dieser Prozess ermutigen, Sprungbrett sein für weitere Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit Chile. Dort liegen wichtige Rohstoffe für Halbleiter und Batterien, für Elektroautos. Ohne Lithium keine Batterien und weniger Chips. Auch für Mexiko und Mercosur ist alles angesprochen worden, wollen wir voranschreiten. Australien, Indien, Chancenkontinent Afrika. Zeitenwende soll für Europa heißen, weniger Abhängigkeiten durch mehr Resilienz, durch mehr Diversität im Handel. Waren Handelsabkommen schon immer ein Gebot der ökonomischen Vernunft, so sind sie heute ein Gebot der neuen geopolitischen Realität. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und die größte in Europa. Deutschland macht allein mehr als 25% des EU-Außenhandels aus. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland in Europa Verantwortung übernimmt und entschlossen voranschreitet. Was sie nicht mehr wollen, sind deutsche Alleingänge à la Nord Stream 2. Ich rate uns dringend davon ab, in der Handelspolitik die Fehler der Energiepolitik zu wiederholen. Verantwortung übernehmen ist etwas anderes, als Alleingänge durchzudrücken. Nicht alles, lieber Mike Alstendorf, nicht alles, was mit Neuseeland geht, wird auch mit Indien sofort gelingen. Mit gesundem Selbstbewusstsein sagen wir, wir sind die bessere Alternative zu China im globalen Süden und noch besser mit Handelsabkommen als ohne. Das sollte uns auch dann leiten, wenn wir nicht alles, was wünschenswert ist, gleich im ersten Schritt erreichen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. In diesem Herbst ratifizieren wir CETA. Das ist ein gutes Zeichen in schlechten Zeiten. Sagt Karl Julius Kronenberg, wurde hier von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özus noch mal an seine Zeit erinnert. Nicht, Sie jetzt einläuten. So. Als nächstes erhält Christian Laie für Die Linke das Wort. Und Christian Laie, Sprecher für Wirtschaftspolitik der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, worum geht es? Es geht darum, dass mit CETA internationale Konzerne die Möglichkeit bekommen sollen, gegen demokratische Entscheidungen, zum Beispiel hier im Bundestag, vor Sondergerichten zu klagen. Das müsste doch eigentlich zu einem Aufschrei unter allen Demokratinnen und Demokraten führen. Wollen Sie als Gesetzgeber wirklich beschließen, dass Sie Konzernen keine Gesetze mehr geben können, ohne dass die Sie vor ein Sondergericht ziehen? Frage in die Runde. Wenn Sie denken, dass Sie als Gesetzgeber für Konzerne nicht geeignet sind, warum sagen Sie das nicht Ihren Wählerinnen und Wählern? Aber darüber wird kaum gesprochen. Stattdessen reden wir über Werte und Sie wollen uns weismachen, dass gerade jetzt in der Energiekrise CETA notwendig sei. Und ich will jetzt mal an Fallbeispielen erklären, warum genau das Gegenteil richtig ist. So gab es übrigens in Kanada vollkommen zu Recht Widerstand der Bevölkerung gegen Fracking durch den Öl- und Gaskonzern Lone Pine. 100 Bürgerinitiativen wehrten sich, mehr als 130.000 Menschen unterzeichneten Online-Petitionen. Die Provinzregierung stoppte das Fracking und fand sich vor einem Sondergericht wieder, wo sie von dem Konzern auf Millionensummen verklagt wurden. Frage in die Runde. Warum wollen Sie sich beim Abwägen zwischen Energieförderung und Umweltschutz derartig die Hände binden lassen? Aktuelles Beispiel aus Italien.
Da verklagt das Ölförderunternehmen Rockhopper den italienischen Staat, weil nach Protesten aus der Bevölkerung in einer 12-Meilen-Zone vor der Küste kein Öl mehr gefördert werden darf. Vor einem privaten Schiedsgericht hat der Konzern dann Recht bekommen. Der italienische Staat muss 190 Millionen Euro zahlen, weil er seine Bevölkerung schützen wollte. Frage in die Runde. Wollen Sie in Sachen Ölförderung wirklich zuerst die Konzerne fragen, bevor Sie Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler fragen? So, und den Vogel abschießen tut der Energiekonzern Uniper. Denn das Unternehmen verklagt gerade den niederländischen Staat vor einem Schiedsgericht. Der Konzern fordert knapp 1 Milliarde Euro, weil in den Niederlanden die Regierung die Kohleverstromung bis 2030 aus der Kohle aussteigen will. Frage in die Runde. Wenn Uniper jetzt verstaatlicht werden soll, verklagt dann die deutsche Bundesregierung, die niederländische Bundesregierung, weil die etwas wollen, was wir so ähnlich auch wollen? Das ist doch der Wahnsinn in Tüten. Und deswegen zur Energiekrise und zu CETA. Sie ändern doch gerade im Wochentakt Ihre Energiepolitik, weil Sie ehrlich gesagt keinen Plan haben, wie wir durch diesen Winter kommen sollen. Gaspreisdeckel, Verstaatlichung, ein neues Strommarktdesign, Übergewinnsteuer, Preiskontrollen. Für welche dieser Maßnahmen könnte man sich eigentlich vor einem Sondergericht wiederfinden, weil die irgendeinem Energiekonzern nicht passen? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und deswegen kein Demokrat und keine Demokratin hat das Recht, vor dem internationalen Kapital derartig auf den Knien zu rutschen. Sagen Sie Nein zu diesem Abkommen. Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen bekommt Dieter Janicek das Wort. Dieter Janicek ist wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Erstmal neues Wasser. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kanada ist ein enger Freund und Partner der Bundesrepublik Deutschland. In der Substanz reden wir hier über das Freihandelsabkommen CETA, das, wie Herr Kronberg gesagt hat, seit 5 Jahren in der vorläufigen Anwendung ist und als gutes Abkommen funktioniert und auch im letzten Jahr noch mal einen Zuwachs im Freihandel von 9% bekommen hat. Die Frage, warum wir jetzt recht reden über die Ratifizierung, hat ja mit folgendem Sachverhalt zu tun. Die große Skepsis der Zivilgesellschaft und auch Teile des Parlaments in Bezug auf die Schiedsgerichte. Und es war und es gibt zahlreiche Beispiele der Vergangenheit, wo Schiedsgerichtsbarkeiten zum Missbrauch eingeladen haben und auch Fälle, wo dieser Missbrauch stattgefunden hat. Und deswegen war es uns jetzt ein Anliegen, wie übrigens auch 11 weiteren Staaten der Europäischen Union, diesen Bereich der Schiedsgerichte einzugrenzen und eine Verabredung zu finden zwischen Deutschland und Kanada, aber letztlich dann auch innerhalb der gesamten Europäischen Union, um diesen Bereich wirklich einzugrenzen, ausschließlich auf den Bereich der direkten Enteignung, um keinen Missbrauch mehr vorkommen zu lassen. Darum ging es in der Substanz der letzten Wochen. Und ich danke der Staatssekretärin Brandner und der Bundesregierung, dass sie hier und auch der gesamten Koalition, dass wir diesen Weg gegangen sind und diesen Passus jetzt erreicht haben. Es geht ja darüber hinaus auch, dass wir Skepsis ernst nehmen. Wir wollen den Freihandel vertiefen. Wir werden auch schwierige Diskussionen haben. Auch das Mercosur-Abkommen werden wir sicherlich nicht dann abschließen können, wenn wir nicht zu Regelungen kommen des Schutzes des Amazonas dort. Auch die Wahlen in Brasilien werden da eine Rolle spielen. Das heißt, wir können uns die Partner auf der Welt zwar nicht aussuchen, aber wir müssen auch für unsere Werte einstehen in der Welt. Auch das gehört zusammen. Und deswegen wollen wir auch die parlamentarische Kontrolle stärken. Es wird einen Unterausschuss geben, der sich regelmäßig mit den bestehenden Freihandelsabkommen befasst. Das ist der richtige Weg, um nicht nur unsere Werte, auch unsere Interessen, aber auch das Funktionieren von Freihandelsabkommen parlamentarisch zu kontrollieren. Genau diesen Weg werden wir gehen. Das Thema, liebe Union, der Nachhaltigkeit, was Sie ja oft so als Nebenschauplatz versucht haben zu formulieren, ist aber auch ein ganz zentrales. Selbst im Freihandelsabkommen CETA stehen da ja sehr relevante Sätze drin. Ich darf zitieren: Das Freihandelsabkommen ist auch dazu da, dass wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Und das ist ein Momentum, das wir auch für künftige Freihandelsabkommen, der Goldstandard ist in Neuseeland, nutzen wollen. Das heißt, es geht darum, auch dieses Level Playing Field im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ILO-Arbeitsnormen, soziale Standards zu verhandeln. Wir wissen, die Welt ist nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. Aber Sie können davon ausgehen, dass das auch Position der Europäischen Union ist, der Bundesrepublik Deutschland, dieser Bundesregierung, künftige Freihandelsabkommen darauf zu überprüfen, dass wir möglichst viel von dem durchsetzen, was ja zum Wohle der gesamten Welt ist, nämlich dass wir eine klima-
Ebene finden, wo wir gemeinsam Handel finden und dass wir nicht Handel treiben, um Umwelt zu zerstören, soziale Standards zu schleifen, sondern um Wohlstand zu schaffen, sozial und ökologisch. Ich bedanke mich für diese Debatte. Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser Debatte. Das ist Thomas Silberhorn. Er spricht für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen diese heutige Debatte nicht führen, wenn die Bundesregierung und diese Ampelkoalition denn endlich entscheiden würde. Das CETA-Abkommen ist 2016 paraffiert worden. Damit wurde der Vertragstext als verbindlich fixiert. Es wird seit 2017 angewandt, also seit über 5 Jahren. Ja, es gab verfassungsrechtliche Bedenken aus dieser Ecke, aus der SPD-Fraktion. Aber die sind mittlerweile ausgeräumt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerden und die Organstreitverfahren am 9. Februar diesen Jahres zurückgewiesen. Das ist über 7 Monate her. Sie haben ganze 5 Monate gebraucht, um einen Gesetzentwurf vorzulegen. Und den wälzen Sie jetzt ein ums andere Mal hin und her und kommen nicht zu Potte. Wir reden über 2 Artikel mit jeweils 2 Sätzen. Das ist nicht einmal eine halbe DIN A4-Seite. Und das kriegen Sie nicht auf die Reihe, meine Damen und Herren. Sie haben immerhin, und das ist neu, heute in Aussicht gestellt, dass Sie ratifizieren werden. Aber Sie haben natürlich mit dieser Debatte auch deutlich gemacht, dass Sie nach wie vor alle mit sich selbst beschäftigt sind. Diese Ampelkoalition und diese Bundesregierung müssen endlich in den Arbeitsmodus schalten, meine Damen und Herren. Die Ratifikation des CETA-Abkommens ist längst entscheidungsreif. Aber statt zu entscheiden, wird das monatelang hin und her gewälzt und der Bundeswirtschaftsminister beklagt sich öffentlich, seine Leute würden unter Burnout leiden, nach nicht mal einem Jahr unter seiner Führung. Also mich wundert das nicht, wenn man selbst einfache Vorhaben monatelang und ohne Ergebnis hin und her schiebt. Das muss ja krank machen. Es fällt schon auf, dass Sie bei Katar und bei Saudi-Arabien nicht so pingelig sind, meine Damen und Herren. Die Europäische Union teilt mit Kanada so viele Normen und Standards wie mit kaum einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union. Mit dem CETA-Abkommen entfallen 98% der Zölle zwischen der EU und Kanada. Das ist nach Schätzungen der EU-Kommission eine Entlastung von fast 600 Millionen Euro jährlich. Und mit der Ratifizierung würden Europäische Union und Kanada ihr öffentliches Auftragswesen auf Landes- und Kommunalebene gegenseitig öffnen. Die sozialen und ökologischen Standards, die auf beiden Seiten hoch sind, würden angeglichen. Und ja, es würde auch ein moderner Investitionsschutz eingeführt, der, meine Damen und Herren, keine kanadische Idee ist, sondern auf eine Initiative der Europäischen Union zurückgeht, weil man sich unter den damals 28 Mitgliedstaaten eben nicht darauf verständigen konnte, eine nationale Rechtsordnung zu berufen für Streitigkeiten aus diesem Abkommen. Und das alles, meine Damen und Herren, jetzt zu ratifizieren, liegt natürlich in unserem Interesse. Unsere Volkswirtschaft funktioniert nur mit Rohstoffen und Energie. Davon haben wir aber zu wenig in Deutschland. Und deshalb brauchen wir Partner in der EU und außerhalb der Europäischen Union, mit denen wir tragfähige Lieferbeziehungen unterhalten können. Kanada ist hier ein zuverlässiger transatlantischer Partner, der für uns künftig noch wichtiger sein wird. Und umgekehrt, meine Damen und Herren, können wir als Deutsche Produkte anbieten, die weltweit gefragt sind. Dafür investieren wir in Bildung und Forschung. Dafür entwickeln wir neue Technologien und neue Materialien. Und darauf beruht unser Wohlstand. Darauf nämlich, dass es für unsere Produkte, für Made in Germany, auf der ganzen Welt Kunden gibt. Das, meine Damen und Herren, ist das wirtschaftliche Rückgrat für Deutschland und für den europäischen Binnenmarkt. Und deshalb sind insbesondere wir als Exportnation auf gute Handelsbeziehungen angewiesen. Meine Damen und Herren, diese Grundlage unserer Wirtschaftsordnung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Wohlstand wird weiter erheblich an Bedeutung gewinnen in diesen transatlantischen Beziehungen, auch weil
Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine das Feld völlig verändert hat und weil mit China neue Herausforderungen ins Haus stehen. Anhaltende Lieferengpässe und Abhängigkeiten auch von China sind spätestens seit der Corona-Pandemie ja für jedermann sichtbar geworden. Wenn wir uns aus Abhängigkeiten von autokratischen Staaten befreien wollen, dann müssen wir unsere Wirtschafts- und Handelspolitik neu ausrichten. Und das bedeutet insbesondere, dass wir die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen müssen, meine Damen und Herren. Die Ratifikation des CETA-Abkommens ist dafür nur ein Auftakt. Weitere Schritte müssen folgen. Die Ratifikation des Mercosur-Abkommens, die Verhandlungen mit Chile müssen fortgeführt werden. Das Abkommen mit Mexiko muss aktualisiert werden. Wir brauchen einen neuen Aufbruch in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada, auch mit den USA, auch mit dem globalen Süden. Und meine Damen und Herren, wenn wir jetzt einen schwierigen Winter vor uns haben, mit hoher Herr Inflation Kollege, kommen Sie bitte zum und Schluss. Drohender Rezession, dann muss man sehen, dass die Löcher, die da gerissen werden, nicht allein mit Steuergeld gestopft werden können. Es braucht auch einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Dafür weist der Antrag der Union den richtigen Weg. Und dafür ist die Ratifikation des CETA-Abkommens Danke. Dringend notwendig. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.